Hallo meine lieben Gamer und willkommen zu einem neuen Gameplay aus F1 2020. Heute schauen wir uns die Inhalte bzw. die Wagen der Deluxe Schumacher Edition an. Das heißt, wir leben und zelebrieren F1 Geschichte mit Michael Schumacher. Los geht's! Insgesamt 4 Bonuswagen aus der Schumacher-Ära sind in dieser Special Edition von F1 2020 mit dabei. Also in dieser Deluxe Schumacher Edition. Und zwar der Jordan 191, der Benetton B194, der Benetton B195 und der Ferrari F1 2000. Und wir beginnen als erstes logischerweise mit dem Jordan 191 von 1991. Der Wagen, mit dem Michael Schumacher seine F1-Karriere begonnen hat. Und das war eigentlich eine ganz eigene Geschichte für sich wieder. Denn eigentlich war 1991 das Team, das Jordan-Team schon komplett, die eben mit diesem Jordan 101 fahren. Nämlich Andrea De Cesaris sowie Bertrand Grandjean waren eigentlich gesetzt. Nur letzterer, Bertrand Grandjean, war dummerweise im Gefängnis für 2 Monate, weil er einen Taxifahrer angegriffen hat. Und jetzt brauchte Eddie Jordan, der Teamchef von Jordan, natürlich einen Ersatzfahrer. Und da hat er sich tatsächlich für einen jungen Deutschen namens Michael Schumacher entschieden. Und dieser sollte gleich mal im Großen Preis von Belgien antreten, hier auf der Strecke von Spa. Das Gute war, ja. Schumacher hat gleich mal glänzen können. Er ist im Qualifying 7. geworden, was ein Traumergebnis war für Jordan, weil Jordan noch nie so ein gutes Ergebnis eingefahren hat. Problem war nur, im Rennen lief es leider nicht ganz so gut. Das Rennen musste Schumacher bereits nach 500 Metern aufgeben, wegen einem Kupplungsschaden. Ist natürlich bitter, es wäre sehr, sehr spannend gewesen, welche Platzierung er dort eingeheimst hätte, direkt bei seinem Formel 1 Debüt. Das ist auch Schumachers einziger Einsatz in diesem Jordan, denn direkt danach wurde er quasi von Benetton abgeworben und fuhr dann ab sofort für das Benetton-Team. So oder so sind wir jetzt auch noch kurz im Jordan 101 unterwegs und rein vom Handling her ist das ein ziemlich schwierig handzuhabendes Fahrzeug. Also zum einen, er fühlt sich sehr, sehr schwer an, er ist sehr, sehr schwergängig, also man musste in die Kurven reinzwingen. Und selbst da, also es ist ein Wagen, der eher geradeaus fährt. Dummerweise ist er auch noch ein bisschen untermotorisiert im Vergleich zur Konkurrenz. Das heißt, so richtig zieht er auch nicht. Obendrein, beim Rausbeschleunigen aus Kurven, kommt das Heck leicht rum. Das heißt, man muss behutsam aufs Gas, weil sonst steht einem der Wagen gleich sofort quer. Kurzum ist das, diese Maschine echt schwierig am Limit zu bewegen. Aber umso erstaunlicher eben auch, dass Schumacher damit so relativ gut klarkam. Es geht weiter mit unserer Zeitreise. Und jetzt geht's ins Jahr 1994. Wir sitzen im Benetton B194. Und das ist der Wagen, mit dem Michael Schumacher zum allerersten Mal Weltmeister wurde. Und nicht nur das, er ist auch damit der allererste Deutsche, der den Weltmeistertitel in der Formel 1 für sich entscheiden konnte. Der Benetton 194 war ein relativ umstrittenes Auto im Fahrerfeld, auch deswegen, weil Benetton doch, ich sage jetzt mal, in Sachen Reglement ziemlich ans Limit ging. Der Wagen wird befeuert von einem Ford Cosworth Motor. Er war relativ leicht, also vom Handling her relativ auf wenig Gewicht getrimmt, aber umso fieser war er eigentlich auch in den Kurven Hand zu haben, denn, das merkt man auch hier in F1 2020, er ist sehr, sehr nervös. Der Wagen ist agiler als der Jordan gerade eben, ja, aber er ist erheblich, vor allen Dingen an der Hinterachse, sehr, sehr nervös, vor allen Dingen beim Rausbeschleunigen. Überhaupt ist bei dem Wagen der Grenzbereich sehr, sehr schlecht einzuschätzen. Und umso erstaunlicher natürlich, dass Michael Schumacher mit insgesamt 8 Rennsiegen 1994 zum ersten Mal eben Weltmeister wurde mit diesem Wagen. Der Wagen hat einiges an Kontroverse verursacht. Vor allen Dingen, er wurde unter anderem disqualifiziert beim britischen Grand Prix und beim belgischen Grand Prix. Außerdem wurde eine verbotene Launch Control im Wagen entdeckt nach einer Untersuchung. Nichtsdestotrotz wurde es deswegen auch ziemlich spannend, nämlich zum Ende der Saison
von 1994 gab es einen Zweikampf zwischen Damon Hill und Michael Schumacher. Letztlich war es so, dass Schumacher nur einen Punkt geführt hat beim letzten Rennen, nämlich dem Rennen in Australien. Eben einem Rennen, wo wir auch hier gerade fahren, auch wenn das jetzt nicht Adelaide ist, sondern Melbourne. So oder so war es, ja, es ging um einen Punkt im letzten Rennen. Und letztlich war Schumacher in Führung, er hat einen Fahrfehler gemacht, er hat die Mauer touchiert. Dann ist er wieder zurück auf die Strecke gekommen und da ist genau Hill ihm begegnet, Damon Hill, der zum Überholmanöver angesetzt hat. Dummerweise kollidierten dann beide Fahrzeuge. Ja, und Hill und Schumacher sind ausgeschieden. Und damit hat Schumacher sich den ersten Titel einheimsen können. Wir machen weiter im Benetton B195, der im Grunde rein aus dem Cockpit heraus eigentlich genauso aussieht wie der Vorgängerwagen, denn wir sind jetzt ein Jahr später, 1995, mit dabei. Er ist auch relativ ähnlich, der Benetton baut natürlich auf dem Weltmeisterauto B194 vom Vorjahr auf, allerdings mit einem komplett neuen Motor. Statt einem Ford-Motor gibt es jetzt einen Renault-Motor und der auch noch wegen neuem Reglement nur 3 Liter Hubraum hat, statt vorher 3,5 Liter. Der B105, dem wird nachgesagt, dass er ebenso recht schwierig war in den Kurven und dass eigentlich vor allen Dingen Schumachers Talent dafür gesorgt hat, dass er wiederum Weltmeister wurde mit insgesamt 9 Siegen. Einige Aussagen, auch einige böse Aussagen gegenüber dem Wagen gab es auch von Gerhard Berger, der den Wagen für unfahrbar hielt. Nichtsdestotrotz, im Spiel hier in F1 2020 fährt er sich ein wenig gutmütiger als der Benetton B194. Trotzdem ist er recht hacklastig, vor allen Dingen eben bei Belastung. Und man muss echt aufpassen, sonst man ist ständig am Gegenlenken. Wenn man nicht aufpasst, dreht sich der Wagen gleich. Und vor allen Dingen muss man tierisch aufpassen bei Curbs. Bei Curbs, wo es ein bisschen rutschiger wird, da kann man ganz schnell die Kontrolle über den Wagen verlieren. Überhaupt ist das interessant, dass diese ganzen oder viele ältere F1-Wagen sehr, sehr hecklastig sind, während die modernen Wagen, vor allen Dingen jetzt auch in der neuen Saison 2020, eigentlich sehr neutral oder fast schon untersteuernd sind. Das heißt, das Heck kommt ganz, ganz selten, nur höchstens vielleicht mit sehr, sehr dummen Aktionen oder überstürzenden Aktionen oder bei Kontakt. Michael Schumacher hat im Grunde 1995 seine Erfolgsserie fortgesetzt von 1994. Wie gesagt, 9 Siege insgesamt und mal wieder ein großes Duell mit Damon Hill, beziehungsweise nicht nur eins, sondern mehrere Duelle mit Damon Hill. Beide Fahrer sind sich dann öfter in die Bredouille gekommen und haben dann noch ziemlich knallhart gekämpft. Letztlich hat Michael Schumacher doch die Saison für sich entscheiden können, auch deswegen, weil auch das Team Williams, Damon Hills Team, Williams hat nämlich auch einige Fehler gemacht und Benetton eben nicht. Und damit war die Meisterschaft 1995 gewonnen. Damit springen wir ins Jahr 2000 und steigen ein in den Ferrari F1 2000. Das Interessante war ja, Schumacher verließ Benetton bereits 1995, nachdem er mit dem Team die Weltmeisterschaft eingefahren hatte. Und 1996 wechselte er zu Ferrari. Geschickterweise hat er, ich sage jetzt mal, viele Schlüsselfiguren des Teams mitgenommen zu Ferrari. Allerdings hat es dann doch satte 4 Jahre gedauert, bis Schumacher dann eben 2000 die Früchte ernten konnte. Durch dieses Wagnis, denn bis dahin war das Team entsprechend wettbewerbsfähig und hat auch mit dem F1 2000 ein sehr, sehr extrem agiles und wahnsinnig gut zu fahrendes Auto auf die Strecke gesetzt, das obendrein auch noch schnell war. Unter der Karosse befindet sich ein V10 Saugmotor mit 3 Liter Hubraum, der auch noch etwa geschätzte 770 PS, zumindest am Anfang der Saison, leistete. Und das bei 18.000 Umdrehungen pro Minute. Und entsprechend kreischend und hochtönig schreit dieser Motor euch an. Und das ergibt auch diesen markanten Sound der Formel 1, vor allen Dingen in den 2000er Jahren, den auch viele immer noch vermissen.
Später gab es dann noch weitere Motoren-Upgrades bis zu 830 PS und das hat dazu geführt, dass der Ferrari F1 2000 bis zu 350 km/h schnell war, je nach Strecke. Und dann ist es fast schon nicht verwunderlich, dass Michael Schumacher mit diesem Wagen eine weitere Meisterschaft hat einfahren können, nämlich die Meisterschaft von 2000. Und das war auch ein eigentlich beispielloser Auftakt für eine Siegesserie, die er von 2000 bis 2004 durchführte. Er hat in diesen Jahren insgesamt 5 Meisterschaften für sich entscheiden können, plus die beiden Meisterschaften von Benetton 1994 und 1995. Und deshalb ist Michael Schumacher der bisher unerreichte König der Weltmeisterschaften, nämlich 7 Weltmeisterschaften konnte er für sich bisher entscheiden. Der F1 2000, der Wagen, der ist agil, lässt sich gut lenken, er geht gut in die Kurven rein und was auch auffällt, vor allen Dingen, ist, dass er schmäler ist. Und zwar deswegen, die Wagen ab 1998 durften nur noch eine Breite haben von 1,80 Meter statt 2 Meter. Erst 2017 hatten die Wagen wieder eine Breite von 2 Metern. Ja. Obendrein, was vielleicht auch noch auffällt, diese ganzen alten Wagen, die ihr hier seht, die haben kein Halo und es gab auch kein Hybridsystem oder ähnlich kompliziertes Hexenwerk im Motorraum. Obendrein gab es auch noch ein komisches Reglement und zwar zum Thema Rillenreifen. Die wurden auch ab 1999 eingesetzt, eben dass diese Reifen eben Rillen aufweisen müssen anstatt Slicks, sowie in den Vorjahren oder auch in den späteren Jahren. Das sollte auch die Kurvengeschwindigkeiten runtersetzen und das merkt man auch beim Fahren. Die Rillenreifen sind ein bisschen fieser zu handzuhaben. Man merkt, dass der Wagen so ganz leicht schwimmt und entsprechend beim Rausbeschleunigen sehr, sehr sachte Hand zu haben ist, weil sonst bricht er einem schnell aus. Das heißt, es ist ein bisschen mehr fahrerisches Können mit diesen Rillenreifen angesagt. Und das sind die 4 Schumacher-Wagen, die in F1 2020 mit dabei sind, beziehungsweise natürlich in der Deluxe Edition, die ihr eben separat kaufen könnt. Das sind die Bonuswagen, die euch nochmal ein bisschen Formel 1-Geschichte geben. Einen Nachteil gibt es vielleicht noch, denn diese 4 beschriebenen Wagen könnt ihr leider eben nicht in den originalgetreuen Saisons von damals nachfahren, sondern ihr werdet dann entsprechend mit anderen klassischen Wagen auch aus anderen Jahren zusammengewürfelt, wenn ihr ein klassisches Rennen in F1 2020 startet. In der Schumacher Edition gibt es auch noch das Charaktermodell vom legendären F1-Star. Die Helmdesigns, die klassischen, dazu noch Rennanzüge und ja, die typische Jubelgeste von Michael Schumacher. Und das war's mit diesem kurzen Ausflug in die Geschichte, meine lieben Leute. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen und dann sieht man sich sehr gerne beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut und bis dahin.